Oh mein Gott, das ist... Oh! Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Und zwar gibt es... Juna anziehen, Zähne putzen, Essen machen, mir Essen machen, YouTube-Video drehen. Ich fühle alle alleinerziehende Eltern tatsächlich. Chris, ganz kurze Einleitung zum Intro. Ist mir gerade spontan eingefallen. Du machst am Anfang ein schwarzer Bildschirm, dann steht da 7.30 Uhr und dann piept der Wecker so... Und dann sagt Juna im nächsten Moment, Papa, au denn? Und in der nächsten Sequenz mache ich die Lampe an und schwenkt dann die Kamera auf mich. Juna, jetzt wo die Mama weg ist, was essen wir den ganzen Tag über? Und schmeckt das? Ja. Okay, ich glaube, wir sind verloren, oder? Ohne Mama? Nein. Nein, sind wir nicht. Also irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Was geht ab, Team Tapia? Und in diesem Video ist Papa allein zu Hause, schon den zweiten Tag in Folge mit Kind. Ey, ich bin verloren. Und Mama ist im Hotel. Schatzi, kannst du mir erklären, wie wir überleben sollen ohne dich? Was sollen wir essen? Ja, ganz einfach. Heute bestelle nämlich ich euch einfach den ganzen Tag über Essen und ihr wisst nicht, was euch erwarten wird. Oha. Hast du mir schon Essen bestellt? Weil Juna muss bald in die Kita. Ja, ich habe schon was bestellt. Es ist bald da. Na gut, ich lass mich überraschen. Danke, mein Schatz. Auf dich ist Verlass. Mua. Hey, mein Schatz. Mal mit Mama telefonieren. Ich bin das ganze Klavier. Guten Morgen. Okay. Ich bin da ein bisschen überfragt. Hast du gerade ein Buch im Zelt gelesen? Ja. Geh ins Zelt, zeig mal, Mama. Hallo? Vielen Dank. Dankeschön. Papa, danke. Ciao, ciao. Okay. Bin ich aber gespannt, was es gibt zum Frühstück. Packen wir erstmal aus. Okay, irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, was das werden soll. Ein Omelette, oder? Was sagt ihr? Sieht aus wie ein Omelette, oder? Ich würde sagen, ich mache mal einfach ein Omelette. Ich dachte ganz ehrlich, dass Judy mich irgendwie ärgern will und irgendwas mir zuschicken lässt, was ich nicht so mag, aber... Rührei ist eins meiner Leibgerichte und das ist tatsächlich Jodys Lieblingseigericht, weil sie ihr Ei gerne mit Käse mag. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Schwangerschaft, in der Schwangerschaft hat sie es gar nicht gegessen. Aber danach ging es, aber auch nur, wenn es wirklich so ein bisschen in sich hat, mit ein paar Pilzen, ein bisschen Tomaten und ein bisschen Käse. Ich habe da Käse reingemacht, ihr habt es gesehen. Mmh. Also, das ist ein richtig geiles, saftiges Rührei mit den Tomaten, da ist schön ein bisschen, auch durch die Flüssigkeit der Tomaten, ein bisschen schön, wie würde ich sagen, Saftigkeit drin. Also ich würde sagen, ich esse das jetzt mal auf und dann muss ich Juna ganz schnell in die Kita bringen und dann bin ich jetzt schon gespannt, was Jodi später uns zum Mittagessen auftischt. Oh geil. Juna, oh, это деньги. Это деньги. Это чего? Eis. Это Eis. Juna, мы пойдем в Кита? Nein. Nein? Okay. Super. Пойдем ручки мыть. Давай руки помоем. Давай. Зубы чистить и руки мыть. Nein. А, Шнеки. Ну давай. Иди сюда. Вот так сделай. Зупа. Зупа. Welche Mütze möchtest du? Das hier. Эту? Das hier. Okay. Dabei passen. Matsche bitte! Hopp, hopp, hopp!
Leute, ich sag's euch, ich bin schon komplett durchgeschwitzt. Ich bin sogar gerade 20 Minuten zu spät in die Kita gekommen, bin jetzt auf dem Weg ins Büro. Juna anziehen, Zähne putzen, Essen machen, mir Essen machen, YouTube-Video drehen, Voices beantworten, E-Mails parallel beantworten. Mein Kopf platzt, ich muss gleich, glaube ich, erstmal 10 Minuten meditieren. Oh, ich fühle alle alleinerziehende Eltern tatsächlich. Für mich geht's jetzt ins Büro, da kommt jemand vorbei, also Laminatmuster auswählen und dann später gibt's Mittag, um 14 Uhr wieder Juna abholen. Vollgas heute, volles Programm. Jetzt heißt es, möglichst viel in einer sehr kurzen Zeit schaffen, denn ich habe viel zu tun, aber wenig Zeit. Let's go! Einige Zeit später, mittlerweile habe ich echt Hunger, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, ich rufe Jodi an und frage sie mal, was ich zu essen bekomme. Oh, toll, jetzt sieht man ihre Nummer. Man hat gerade deine Nummer gesehen. Mit wem warst du denn gerade essen im Hotel, so schick wie du aussiehst? Laura Winkmann. Ah! Ihr seid also doch am Arbeiten. So, mein Schatz, ich habe Hunger. Was gibt es denn zu essen? Hast du schon was bestellt oder bestellst du was? Ja, habe ich schon. Hast du sogar schon? Ja, das ist normalerweise in, wie viel haben wir jetzt? 12? Ja, es ist in einer halben Stunde bei dir. In einer halben Stunde, großartig. Ja. Ich hoffe, es gibt mir genug Kraft. Ich habe den Leuten schon erzählt, dass dieser frühe Morgen eine absolute Katastrophe war. Du kriegst natürlich einen Salat, Schatz. Toll, dankeschön. Wart ab. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Arbeiten. Tschö. Danke, tschüss. Ja, hallo. Schauen wir mal, was mein Schatz mir bestellt hat. Ui, geil. Ah, lecker. Passend zum Essen platziere ich mich mal hier auf meinem Puff. Und zwar gibt es, ich rieche schon, woher das kommt. Das sieht aus wie Indisch, ne? Chicken Masala. Oh, und? Womit hat sie mich noch überrascht? Oh, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch isst gerne Griechisch? Das sind Samosas. Und zwar sind das Teigtaschen. Die haben eine, glaube ich, Kartoffel-Linsen-Füllung, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall sehr currylastig, aber auch unfassbar lecker. Und ich muss gestehen, ich habe echt lange nicht mehr Indisch gegessen. An dieser Stelle vielen Dank, mein Schatz. Ich bin gespannt, was heute Abend Juna und ich zum Abendessen bekommen. Das wird noch sehr, sehr spannend, aber ich würde mal sagen, ich probiere das erstmal aus. Und ihr dürft so lange unseren YouTube-Kanal schon mal abonnieren, einen Daumen nach oben geben, wenn ihr uns unterstützen möchtet und gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsgericht ist, was ihr bestellt. Probieren wir mal das Chicken Masala. Da tue ich mich, wie gesagt, echt schwer vom Lieferservice. Mmh. Oh, ist spicy. Mmh. Also das wäre nichts für Jodi. Sie kann kein Schaf essen. Mmh. Aber geil. Und es geht weiter mit den Samosas. Seht ihr das? Also, gut aussehen tun die. Kann ich euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr beim Inder bestellt. Samosa, sehr, sehr geil. Mal schauen, wie die schmecken. Mmh. Die sind richtig gut, die sind richtig lecker. Mmh. Ich würde mal sagen, ich esse jetzt auf und dann geht es für mich Juna abholen. Mmh. Geil. Arbeit im Büro ist erstmal erledigt, wobei ich sagen muss, es reicht mir einfach nicht aus, wenn ich nur so einen halben Tag arbeiten kann. Ich gehe jetzt Juna abholen von der Kita, dann kommt aber die Oma, holt sie ab zum Schwimmen. Mittwochs ist nämlich Schwimmtag und dann gibt's Abendessen. Und ich probiere dazwischen noch irgendwas zu tun, im Haushalt, halt so die Sachen, die anfallen. Man kennt das, Hausarbeit. Ich bin jetzt der Hausmann. Ich bin jetzt alles. Dabei, Juna, paka. Ciao, ciao. Dabei, Chi. Viel Spaß, da? Dabei. Hier ist bei uns fliegender Übergang. Juna holt Oma ab, wollte ich sagen. Oma holt Juna ab und geht mit den Pflanzen, dann bringt sie die zurück zum Abendessen. Viel Spaß. Bye, bye. Ist mir gerade eingefallen, ne? Ich greife gerade meinen Rucksack und sehe, ich habe vergessen, den Ingwer-Shot zu trinken von heute früh.
Also rein damit. Wir wollen ja hier keine halben Sachen machen, ne? Oh mein Gott, das ist... Oh! 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 Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist der ekelhafteste Ingwer-Shot, den ich jemals... Oh! Oh mein Gott, mein ganzer Kopf ist knallrot. Oh! Hallo? Jo. Moin. Hi. Ciao, ciao. Also ich habe keine Ahnung, was hier drin ist, ne? Also es muss was Türkisches sein, aber ich würde sagen, wir warten auf Juna. Die ist nämlich gerade auf dem Weg mit Oma wieder nach Hause und dann packe ich das mal mit Juna aus. Ich glaube zu vermuten, ich weiß, was da drin ist. Aber warum so viel, mein Schatz? Ich bin doch nur mit Juna. Schatzi, warum hast du so viel bestellt? Ihr drückt jetzt Pause und schreibt direkt in die Kommentare, was da drin ist. Da war ich schon, aber schnell kuschelt. Widzisz? Mama, kuschelt der Kasala. Mama hat Essen bestellt. Wow. Widzisz? Also, liebe Zuschauer, wir wissen ja gar nicht, was wir zu essen haben, ne? Kaffee. Also, wir machen das mal live auf. Ich hab's noch nicht gesehen. Hier haben wir... Ui! Pizza! Etoschini Pizza! Ich glaube, das ist eher Metze, so Messe heißt das, glaube ich. So ein Bohnen, Weinblätter. Also, ich mag keine Weinblätter. Schatz, ich weiß nicht, was du mir bestellt hast. Dann haben wir hier. Sieht man das? Ein Falafel-Wrap. Und was haben wir hier noch? Oh, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist Shawarma. Ein Shawarma. Rolle? Kuschelt budisch? Das? Das? Czego ty budisch, Juna? Juna, czego ty chcesz? Was willst du, Juna? Möchtest du das oder das? Das? Okay. Czego B? Это мама заказала. Видишь? Это для Juna, это для папы. Вот твоя, это для папина. So. Juna hat auch hier ihren Teller, ihren Mixteller. Und Papa, ja, gönnt sich das mal. Aber Schatz, das mit den Weinblättern. Ich weiß nicht, was dir da eingefallen ist. Auf jeden Fall haben wir hier noch Baklava. Mhm. Ich muss echt zugeben, der Falafel-Wrap hier, der kann echt was. Der ist echt lecker. Also ich mag eigentlich keine Weinblätter, muss ich echt zugeben, aber come on, probieren wir mal eins, ne? Wir geben dem nochmal eine Chance. Ist nicht so meins. Also Juna, morgen wird kein gutes Wetter. Wir zwingen auch Juna überhaupt nicht irgendwie aufzuessen oder sonst was. Wenn sie keinen Hunger hat, hat sie keinen Hunger. Fertig. Aber ich merke das oder es fällt uns immer wieder auf. Sie hat Wochen, Phasen, da ist sie wie ein Mähdrescher. Das sind so vielleicht auch Wachstumsphasen und dann mal halt wieder weniger. Eigentlich genauso wie wir Erwachsene. Bloß viele Eltern übersehen das ein bisschen. Dann heißt es immer, oh, Kind hat nicht aufgegessen und so. Oh, mein Kind wird abnehmen oder mein Kind hat zu wenig gegessen, ich muss unbedingt mehr essen. Kinder holen sich das, was sie brauchen. So, jetzt heißt es gleich nochmal ein bisschen spielen. Juna schlafbereit machen und dann Mama anrufen. So, wir haben ja einmal Elsa. Wir haben hier einmal Pepper. Ne? So, und wir haben hier einmal Paw Patrol. Welchen Pyjama möchtest du anziehen? Nein, es ist ein. Paw Patrol? Nein. Какой? Elsa? Nein. Peppa? Nein. Ну какой ты хочешь одеть? Welchen willst du? Den? Okay, dabei. Nein. Ну какой ты хочешь? Welchen willst du? Das ist. Peppa. Okay, dabei Peppa seid ihr hier. Sag mal allen gute Nacht. Nacht. So, gute Nacht, Zuschauer. Ja, danke. Ich muss echt sagen, dieser Tag hat mich besonders fertig gemacht, auch wenn ich die Unterstützung von meiner Mutter noch hatte. Wow, wow, wow. Ich hoffe aber, ihr hattet Riesenspaß an diesem Video. Ich freue mich, wenn Jodie wieder da ist, ich sie in den Arm halten kann und vor allem sie mich auch hier wieder unterstützt mit Juna, weil die letzten Nächte, ich glaube, Juna ist gerade in so einem Wachstumsschub, verarbeitet sicherlich auch, dass Jodie nicht da ist und das lässt sie mich spüren, indem sie alle 2-3 Stunden irgendwie kurz wach wird.
Halleluja. Also drück mir die Daumen für eine bessere Nacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Johnny, Jody und Juna. Also mach's gut.